Und nun häkeln wir die Flügel. Wir beginnen mit einem Knötchen, danach 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4 und 5. So schaut es halt aus. Ja? So, und dann in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt beginnen wir. Die erste Masche ist die Masche, wo sich der Faden drin bewegt. Das ist die erste Masche. Das ist nicht das, was wir auf der Häkelnadel haben, sondern wo sich quasi dieser Faden drin bewegt. Das ist die erste Masche, dann die zweite und in dieser zweiten beginnen wir. Und wir häkeln jetzt die Luftmaschenkette entlang 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Und nun häkeln wir eine Luftmasche und wenden das Ganze. Als nächstes, wir beginnen immer in der zweiten Masche von der Häkelnadel entfernt. So. Als erstes tun wir jetzt einmal verdoppeln. Wir häkeln in Wände rein, ja, bitte darauf achten, nicht irgendwie einen Kreis schließen. So, und danach 2 feste Maschen, 1 und 2. Und die letzte Masche tun wir wieder verdoppeln. So, eine Luftmasche und wieder wenden. Wir sind jetzt bei 6 Maschen und wir häkeln jetzt 3 weitere Reihen hin und her, jeweils 6 feste Maschen und am Ende immer eine Luftmasche häkeln. Nicht vergessen, sonst ja, habt ihr nicht genug Maschen. Ne? So, erste Reihe, Luftmasche gewendet, genau. Gucken wir mal, habe ich hier Luftmasche, dann wieder zurück, 6 feste Maschen, das ist die zweite Reihe. So, danach wieder eine Luftmasche, wieder wenden und die dritte Reihe mit 6 festen Maschen. So, nachdem wir jetzt die letzte Reihe mit 6 festen Maschen gehäkelt haben, häkeln wir hier zum Schluss keine Luftmasche mehr. Wir wenden das Ganze nur und beginnen in der zweiten Masche von der Häkelnadel entfernt. Dadurch haben wir hier nur noch 5 feste Maschen zu häkeln. Wie gesagt, keine Luftmasche am Anfang mehr oder Ende. 1, 2, 3, 4 und 5. Wieder wenden, ohne eine Luftmasche zu häkeln. Und jetzt beginnen wir wieder in der zweiten Masche von der Häkelnadel entfernt und da häkeln wir 4 feste Maschen. 1, 2, 3 und 4. Wieder wenden. In der zweiten Masche von der Häkelnadel entfernt beginnen 3 feste Maschen. 1, 2 und 3. Danach wenden wir wieder und häkeln 2 feste Maschen. 1 und 2. So schaut das Ganze aus. Ne? Okay, und nun beginnen wir. Wir häkeln jetzt 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, bei diesem Knötchen hier, da, diesem Bereich, häkeln wir eine feste Masche. Danach wieder 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. So, hier rein, eine feste Masche und wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. So, nächste Reihe, eine feste Masche, wieder 3 Luftmaschen, 1, 2, 3. Eine feste Masche, 1, 2, 3. Nächste Reihe, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 1, 2, 3, dann 7 und 1, 2, 3, die 8. So, und jetzt eine feste Masche hier. Von diesem quasi Bögen müssen es 8 Stück hier sein. Ich sage mal so, wenn ihr nur 7 oder 9, keine Ahnung, häkelt, also wenn ihr da euch irgendwie vertut, dann achtet darauf, dass die beiden Flügelchen gleich gehäkelt sind, dass hier
ihr gleiche Anzahl von diesen Bögen habt. So, wir haben hier ja eine feste Masche schon gehäkelt und jetzt häkeln wir hier oben drüber noch 3 weitere feste Maschen. 1, 2 und 3. So, eine Luftmasche und abschneiden. So, und da haben wir so ein Flügelchen schon fertig. Ich habe schon 2 davon. So sieht es halt aus. Ja? Okay, 2 Stück bitte. So, dann wollen wir mal weiter mit dem Körper machen. Hierfür nehme ich Gelb. Von dem Orange hatte ich ja so Reste gehabt. Das ist halt jetzt halt noch ein bisschen was über. Also die Nummer davon habe ich nicht, aber von diesem ganz hellen Gelb, es ist von Himalaya Delfin Baby. Und das war auch Himalaya Delfin Baby, so ein kräftiges Orange. Wie gesagt, die Nummer habe ich davon nicht, aber ich, falls ihr halt auch so ein helles haben wollt, das ist 80302. Ja? Okay. Los geht's. Oder weiter geht's. Wo ist der Anfang? Da. So, ein Knötchen. 2 Luftmaschen nach oben, in die zweite Masche von der Häkelnadel entfernt, häkeln wir jetzt 8 feste Maschen rein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, wir setzen jetzt eine Markierung. So, zählt bitte eure Maschen nach, nicht, dass euch die erste irgendwo verschütt gegangen ist. Und ja, und danach halt häkelt ihr weiter. So, die nächste Reihe. In der nächsten Reihe tun wir jetzt 8-mal verdoppeln. So, erstes verdoppeln, zweites verdoppeln, drittes, viertes. Fünftes, sechstes, siebtes und 8. So. Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit einer feste Masche, 1-mal verdoppeln. Und das wird jetzt 8-mal wiederholt. So, meine Reihe mit einer festen Masche 1-mal verdoppeln, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 2 festen Maschen. 1, 2 und dann 1-mal verdoppeln. So, und das wiederholen wir wieder 8-mal. So, meine Reihe mit 2 festen Maschen 1-mal verdoppeln, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 3 festen Maschen. 1, 2 und 3 und dann 1-mal verdoppeln. So, und das wiederholen wir wieder 8-mal. So, die Reihe mit 3 festen Maschen 1-mal verdoppeln, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Markierung wieder eine Reihe weiter. Die nächste Reihe beginnen wir mit 4 festen Maschen. 1, 2, 3 und 4 und dann 1-mal verdoppeln. So, und das wiederholen wir wieder 8-mal. So, die Reihe mit 4 festen Maschen 1-mal verdoppeln, 8-mal hintereinander ist zu Ende. Wir sind jetzt bei 48 Maschen und die nächste Reihe beginnen wir mit 14 festen Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. So, nun nehmen wir das erste Beinchen und bitte achtet darauf, warum ihr das dran häkelt, ja, weil nicht, dass es halt falsch wird, weil das hier, dieses hier, das wird hier unten sein. Das heißt, das Beinchen muss so dran gehäkelt werden. So, 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 so. Das bedeutet, mit der Ferse, also jetzt haben wir hier
dieses, ne, schöne gehäkelte und das ist quasi rechts und links. Dieses rechte zeigt zu uns. Wir legen das Beinchen so mit der Ferse quasi drauf. Und wir häkeln das jetzt an der hier dieser unteren Reihe von 4 Maschen dran. Also 4 Maschen bleiben hier draußen und 4 Maschen häkeln wir dran. So, muss man die erste Masche suchen. Mal gucken, wo die oberen 4 sind. So, damit es alles passend ist. So. Schön passend aussieht. So, das haben wir den 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Das ist meine erste Masche. So. So, durch die erste Masche hier bei dem Beinchen durchgehen, bitte, ja. Hier von unten. So, dann durch die Masche hier bei dem Körper. 1. Dann durch die nächste Masche durch. So. 2. Dann 3. Und die nächste, die 4. Bei der 4. Masche. So, und wir haben hier über, also wir haben hier noch 4 Maschen. 1, 2, 3, 4 Maschen. Die häkeln wir gleich in der nächsten Reihe dran. So muss es aussehen, ja. So, nachdem wir hier das erste Beinchen halt reingehäkelt haben, als nächstes häkeln wir jetzt 12 feste Maschen weiter. Achtet genau darauf, wo ihr hier halt vorne startet. Nicht, dass euch irgendwo deine Masche verschütt geht. Ja? Das ist wichtig. Und wir häkeln jetzt 12 feste Maschen weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, wir stehen wieder von diesem Verdoppeln hier. Das zweite Bein hier genauso dranlegen. Ne? So, rum bitte. So, richte das halt passend aus, dass es halt auch hier, ne, 4, 4 geteilt ist. Hm. 1, 2, 3, 4. So. So, die erste Masche bei den Beinchen. So, und mit 4 festen Maschen dran häkeln. So, 1, 2, 3, 4. Und dann 2. Drei und 4. So, wenn unser Hühnchen halt jetzt sich hinsetzt, dann sieht es halt so aus. Da. Ja. Okay. So, und uns bleiben noch 14 feste Maschen bis zu der Markierung. Guckt genau wieder hin, wo ihr hier startet. Und 14 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und 14. So, so sieht es halt aus, das Ganze. Markierung wieder eine Reihe weiter. So, und als nächstes häkeln wir jetzt 14 feste Maschen, aber diesmal nur an dieser äußeren Schlaufe und Zweck, also nicht durch die gesamte Masche, sondern nur an dieser äußersten. Und wir häkeln jetzt 14 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und
14. So, und nun häkeln wir die anderen, also hier vier feste Maschen hier dran jetzt. Also durch die erste Masche durch, durch hier. Also Masche bei dem Beinchen, Masche bei dem Körper und zusammen häkeln. 1, 2, 3 und 4. So, da haben wir die Beinchen schön reingehäkelt. So, und nun 12 feste Maschen, also ganz normal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. Und nun die Beinchen mit 4 festen Maschen dran häkeln. Nachdem wir hier die 12 feste Maschen gehäkelt haben, häkeln wir jetzt halt die Beinchen, also diese obere Hälfte von dem Beinchen halt auch dran. So, durch die ersten Masche halt hier bei dem Beinchen und dann durch den Körper und einmal zusammen hier häkeln. 1, 2, 3 und 4. Und nun häkeln wir wieder 14 feste Maschen hier an dieser äußeren Schlaufe. Guckt genau hin, wo eure Masche, die nächste Masche beginnt, ne, dass ihr euch nicht vertut. Und falls ihr euch nicht sicher seid, dann zählt von der Markierung einfach 14 Maschen ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dann wisst ihr genau, wo eure nächste Masche beginnt. Und wieder an dieser halben Schlaufe halt häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 und die 14. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. So, und als nächstes häkeln wir jetzt 12 feste Maschen an dieser äußeren Kante wieder, also an der halben Masche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, und 12. So, und nun häkeln wir 24 feste Maschen weiter, also ganz normale Maschen, 24 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 und 24. So, und nun wieder an der halben Masche, ne, an dieser äußeren Schlaufe, 12 feste Maschen häkeln. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 und 12. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. So, die nächste Reihe beginnen wir mit einer Abnahme, aber an diesen inneren Schlaufen auch, ne? Also wir häkeln wieder hier, ich immer noch hier hinten, nur an diesen äußeren Schlaufen, also die halt von uns weg sind. So, eine Schlaufe raus, durch die nächste Masche, nächste Schlaufe raus und die zusammen häkeln. So, eine Abnahme. So, und jetzt häkeln wir 8 feste Maschen weiter, aber wirklich nur wieder, nur an dieser äußeren Schlaufe. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7 und 8. So. Und nun häkeln wir also ganz normal durch die gesamte Masche 28 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 und 28. So, nun 8 feste Maschen, also hier wieder an der halben, also hier äußeren Schlaufe, nicht durch die gesamte Masche, sondern wieder an dieser äußeren 8 feste Maschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und 8. So, und bei der letzten beiden Maschen eine Abnahme. So, Schlaufe raus, eine, zweite und zusammenhäkeln. So. Markierung wieder, eine Reihe weiter. So, und wir häkeln also immer noch an, also jetzt beginnen die Reihen immer noch an diesen halben Schlaufen. So, jetzt eine Abnahme, wieder halt hier jeweils zwei Schlaufen rausziehen, zusammen häkeln, eine Abnahme. Dann zwei feste Maschen. Und wieder eine Abnahme. So. Okay. Und jetzt häkeln wir nur noch eine feste Masche. So. Und jetzt häkeln wir 32 feste Maschen ganz normal weiter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 und 32. So, nun wieder an der halben Masche häkeln, an dieser äußeren, eine feste Masche, eine Abnahme. Zwei feste Maschen, 1 und 2 und dann wieder eine Abnahme. So. So schaut es halt aus. So ist richtig. So, wir sind jetzt bei 42 Maschen. Markierung wieder eine Reihe weiter und nun häkeln wir ganz normal durch die gesamten Maschen. Durch, also durch die gesamte Masche, also nicht mehr so an dieser inneren, sondern ganz normal. So, ich häkle jetzt bitte eine Reihe 42 feste Maschen, bitte. Okay, so eine Reihe ganz normal mit 42 festen Maschen häkeln. So, meine Reihe mit 42 festen Maschen ist jetzt zu Ende gehäkelt. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Und die nächste Reihe beginnen wir mit 5 festen Maschen. 1, 2, 3, 4 und 5. Dann häkeln wir eine Abnahme. So, und das wiederholen wir bitte 6 Mal.
So, die Reihe mit 5 festen Maschen, eine Abnahme, 6-mal hintereinander ist bei mir jetzt zu Ende gehäkelt. Ne? So sieht unser lustiges Hühnchen schon aus. So, bitte fixiert diese Fäden hier von innen. Klar, die Beinchen sind reingehäkelt, aber trotzdem kann passieren, dass die wieder rauskommen. Und um das zu vermeiden, fixiert einfach mit einer Kettmasche. Es ist nicht viel Arbeit, aber es ist eine große Wirkung. So, und natürlich auch den Anfangsfaden nicht vergessen. Ne? Schön dran ziehen, damit hier kein Loch entsteht. Und dann halt sucht euch irgendwo eine Masche und fixiert es genauso mit einer Kettmasche von innen. So, das haben wir schon alles erledigt. Wie gesagt, wir sind jetzt bei 36 Maschen insgesamt. So, Markierung wieder eine Reihe weiter. Und ihr häkelt jetzt bitte 7 weitere Reihen nach oben, je 36 feste Maschen. Und die Markierung bitte mit jeder Reihe nach oben versetzen. So, dann, also selbstständig, 7 Reihen hoch bitte.